Ich möchte mich hier bedanken für all die Leute, die mich, nachdem sie mich im Kantonsrat so blöd abgeputzt haben und die Presse mich um den Dreck gezerrt hat, zu mir gestanden sind. Ich darf sagen, ich habe fast 200 E-Mails bekommen. Oder vor allem unsere SVP vom Kanton Schweiz. Auch unsere Regierungsräte sind eingedeckt worden. Die Leute haben sich darauf aufmerksam gemacht, was sie zu tun hat in die Zukunft. Ja. Liebe Männer und Frauen, ich möchte mich bedanken für die Blumen, die mir vorbeigebracht worden sind. Für all die Umarmungen, die ich erleben durfte. Für die Menschen, die vorbeigekommen sind bei mir persönlich. Für all die Leute von der ganzen Schweiz, die mir telefoniert haben. Ganz besonders möchte ich danken für die vielen Briefe. Die haben mich am allermeisten gefreut. Und ich kann euch sagen, es sind mir bei manchen Briefen Tränen gekommen. Tränen sind mir gekommen. Ich wollte einstehen für die Leute und ihr müsst auch etwas dazu tun. Ihr müsst anstehen. Früher oder später muss der Bundesrat zurücktreten. Und wenn unsere Bundesrat erkennen würdet, was für eine Würde ihrem Amt ist, dann würdet ihr sofort zurücktreten. Ja! Liebe Männer und Frauen, ich bin mutig. Ich fordere jetzt und heute vor gut 10'000 Leuten, ich fordere hier ein Ende von all diesen verlogenen Covid-Massnahmen. Ja! Liebe Männer und Frauen, als nächstes gehen wir, glaube ich, auf Bern. Wir machen unsere Hauptstadt zur Hauptstadt von der Liebe. Bravo! Und dann gehen wir wieder heim und tragen das Feuer von der Freiheit in jedes Tal, in jede Stadt und in jede Familie. Ihr müsst mir nur ein bisschen Zeit geben. Kämpft für die seelische und körperliche Unversehrtheit. Von euren Liebsten, von euren liebsten Kindern. Die, die uns alle in der Zukunft tragen und schützen. Danke. Ja, wahrhaft heilige Liebe, schenkt uns, unsere geliebten Kinder. Ich sehne mich danach, in ihre strahlenden Augen auch in die Zukunft zu schauen. Ich will ihr das Lachen hören und sehen. Und ich will die Zukunft auch von einem ungeimpften Kind dürfen umarmt werden.